Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße heute an meiner Seite Dr. Norbert Niseri. Er ist Fraktionsvorsitzender, Fraktionschef, haben wir gerade festgestellt, der SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind hier zum Interview der Woche. Am Wochenende haben wir es ja gerade erlebt. Es war Tag der offenen Tür im Schloss. Wie war die Beteiligung? Wie war das Interesse auch an der SPD-Fraktion? Kamen Menschen? Also ich habe gegenüber den anderen Jahren eigentlich den Eindruck gehabt, dass sehr viel mehr Leute im Schloss gewesen sind. Mag an den guten Witterungsverhältnissen gelegen haben, vielleicht auch an dem Markt, der da vorher stattgefunden hat. Aber es sind Massen durch das Schloss geströmt und auch sehr viele bei uns in der SPD gewesen. Und wir haben sehr schöne Gespräche geführt mit denen. Also von Politikverdrossenheit keine Spur? Also nach dem Zuschauerandrang zu urteilen eigentlich nicht. Und auch mit den Gesprächen, also aus den Gesprächen, die wir geführt haben, kann ich das nicht wirklich schließen. Was kommen da für Fragen von den Bürgern? Naja, es kommen verschiedene Fragen zu aktuellen Themen. Was ist mit der Gerichtsstrukturreform? Was machen wir mit den Theatern und so weiter? Also ganz aktuelle politische Themen, aber es gibt auch bundespolitische Ansätze, ne? Vorratsdatenspeicherung und Flüchtlingspolitik, eine ganz große Frage, die einmal wieder gestellt wurde. Ja. Und darauf müssen wir Antworten geben. Die gleichen Fragen habe ich auch, aber in anderen Fragen wollte ich beginnen. Sie hatten ja mal vor Monaten einen Vorstoß gewagt, in dem Sie vor dem Hintergrund eines Fußballspiels mit Hooligan-Ausschreitung gefordert haben, dass die Vereine sich doch gefälligst an den Polizeikosten zu beteiligen haben. Haben Sie das inzwischen schon relativiert oder stehen Sie nach wie vor? Nein, also ich bin nach wie vor dafür, dass insbesondere Profifußballvereine der ersten, zweiten und dritten Liga dafür Sorge tragen müssen, dass sie auch einen Teil dazu beitragen, dass die Spiele sicher verlaufen. Wenn sie nicht abgesichert werden können und das zu erhöhten Polizeieinsätzen kommt, dann bin ich sehr dafür, dass die Fußballvereine dann auch herangezogen werden für die Kosten der Einsätze. Aber haben Sie sich denn auch mal bei Hansa informiert, was die dafür tun, was die an Präventionsarbeit leisten? Ja, selbstverständlich habe ich das. Aber wenn man hin und wieder die Ausschreitung sieht, dann kann man auch sagen, dass diese Präventionsarbeiten nur bedingt erfolgreich sind und dass immer wieder auch große Polizeieinsätze erforderlich sind und dann muss Hansa eben auch dann in die Tasche greifen. Das wäre meine Forderung schon, ja. Ja, aber Sie wissen, dass diese Forderung auch sehr umstritten ist. Die ist umstritten, aber sie wird in anderen Ländern durchaus erfolgreich praktiziert. In Frankreich ist es so, in der Schweiz, in England wird es gemacht und es trägt auch Früchte. Ja, also da sind die Vereine verpflichtet, bei Risikospielen auch wirklich zu zahlen. Ja, aber in der dritten Liga könnte man sich das so einen Verein wie Hansa auch nur schwer leisten. Ja gut, aber dann muss man eben auch seine Fans im Griff haben. Nicht? Das kann ja nicht sein, dass die randalieren durch die Republik ziehen und wir eine Spur der Verwüstung hinterlassen, teilweise bei Risikospielen und dafür die Allgemeinheit haftbar machen. Das geht nicht. Aber da sagt man ja wiederum, es ist auch ein gesellschaftspolitisches Phänomen, diese Fankultur. Mhm. Letztendlich ein Stück weit sind wir alle dran schuld. Ja gut, das kann man immer sagen. Ne? Letztendlich sind wir immer an allem schuld, aber dieses konkrete Ereignis wird hervorgerufen durch ein Fußballspiel. Und dieses Fußballspiel kann man die Fans für dieses Fußballspiel kann man im Griff behalten oder auch nicht. Offensichtlich gelingt es da nicht immer, die Leute im Griff zu halten. Das erfordert hohe, kostenintensive Polizeieinsätze und da bin ich nicht bereit, das nur über die Allgemeinheit finanzieren zu lassen. Und könnte da die Vorratsdatenspeicherung helfen? Ja, dafür brauchen wir keine Vorratsdatenspeicherung. Diese Daten sind ja bei den Vereinen eigentlich abrufbar. Die sind ja informiert über ihre Fans und die wissen, wer was macht. Und die müssen halt intensiver rangehen an die Leute, das ist so. Sie tragen ja als Parteimitglied der SPD ja auch immer eine parteipolitische Verantwortung. Deshalb werde ich Sie nicht nach Ihrer persönlichen Meinung zur Vorratsdatenspeicherung fragen. Aber was ist die offizielle Meinung der Landes-SPD hier in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, wir haben einen Parteitagsbeschluss gefasst auf unserem letzten Parteitag, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung in der von Herrn Maas vorgeschlagenen Variante ablehnen und auch dagegen stimmen werden. Der Konvent, der Parteikonvent der Bundes-SPD hat gestern was anderes beschlossen. Nun gilt eben dieser Beschluss und das Gesetz wird umgesetzt und an unserer Meinung und unserem Beschluss hier in der Landespartei ändert das aber nichts. Ja. Sie können nach wie vor Einfluss darauf nehmen, dass die Vorratsdatenspeicherung in der Form, wie sie jetzt beschlossen wurde, nicht kommt? Können wir leider nicht. Ne, weil das ist ja ein Bundesgesetz und wenn das Bundesgesetz verabschiedet wird und rechtskräftig wird, dann haben wir es abzuarbeiten. Okay. Energiewende, nächstes Thema. Das ist ja ein großes Thema für Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier wurde in den letzten Monaten ein Stück weit zurückgerudert, nicht von der Fraktion, sondern vom Energieminister. Da ging es um die Offshore-Anlagen dabei. Wie sieht es onshore aus? Auch dort gibt es ja Widerstand aus der Bevölkerung. Es gibt jetzt ein Bürgerbegehren, auch was vorbereitet wird durch diese Bürgerbewegung Horizonte, die ja gegen einen unkontrollierten Ausbau der Windkraft sind. Wie stellen Sie sich da als Landtagsfraktion?
Also ich möchte zunächst erstmal richtigstellen, es hat kein Zurückrudern des Ministers gegeben, was die Ausweisung von Offshore-Gebieten anbelangt, sondern die Ausweisung erfolgte in der Form, dass alle möglichen Gebiete, die für Windkraft geeignet waren, ausgewiesen waren in einem Ursprungsplan, der dann in die Anhörung zu den Verbänden gegangen ist. Und die Verbände haben das ein oder andere rausgestrichen, sodass wir am Ende bei dem gelandet sind, was der Minister auch öffentlich vorgestellt hat. Ja, kann man ja auch anders interpretieren, indem man sagt, na, da, dort, wo es am lautesten Protest gab, nein, hat man nein, das zurückgenommen. Nein, ist ja nicht so. Okay. Ist nicht so. Also wir haben da Einwände von den Schifffahrtsbehörden und so weiter und Naturschutzbehörden bekommen. Die sind alle abgewogen worden und am Ende ist das Resultat ein Resultat, das sich aus meiner Sicht durchaus sehen lassen kann, weil mit diesen Gebieten, die dort ausgewiesen sind, erreichen wir unsere Ausbauziele für den Offshore-Wind, für die Offshore-Windenergie 1:1. Das ist genau das, was wir haben wollten, letztendlich von der Masse her. Ja, wir sind da also sehr gut aufgestellt, was den Ausbau der Onshore- und Offshore-Energie anbelangt. Wir produzieren auch schon ordentlich Kapazitäten, auch teilweise Überkapazitäten, die wir nicht loswerden, weil die im Süden nicht mitspielen. Was sagen Sie den Bayern da unten? Also ich finde das eine absolute Unverschämtheit. Also Herr Seehofer blockiert da ständig den Ausbau der Stromtrassen, verlangt jetzt von den Württembergern, dass sie die Stromtrasse auf ihr Gebiet übernehmen. Er will auch keinen Atomstrom haben, obwohl er keinen Atommüll haben, obwohl er große Atomkraftwerke hat. Die Bayern isolieren sich zunehmend und ich kann eigentlich nur die Firmen in Bayern auffordern, wenn sie nicht genügend Strom haben, eines Tages kommen sie nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben genug Platz und wir sind gerne bereit, Ihnen bei der Ansiedlung Ihrer Firma hier in Mecklenburg-Vorpommern zu helfen. Also ganz klare Botschaft nach Bayern, letztendlich hier in Mecklenburg-Vorpommern ist noch genügend Platz, auch zum Siedeln und Strom gibt es ohnehin genug. Genau. Ja. Aber was sind die Konsequenzen, jetzt mal nochmal in Klartext gesprochen, wenn die Bayern nicht mitspielen langfristig, dann haben wir doch hier ein richtiges Problem, nämlich den Strom dann auch zu verkaufen. Sie müssen ja irgendwann mitspielen. Das ist ja jetzt nur auf Zeit gespielt und ich denke, dass Herr Seehofer versucht, also so viel wie möglich uns Knüppel in die Beine zu hauen, damit unter Umständen vielleicht doch jemand weich wird in der Entscheidungsetage und sagt, wir müssen die Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen. Das wird aber nicht passieren. Da vertraue ich einfach auf unsere Bundeskanzlerin, die eine klare Ansage gemacht hat und letztendlich auch die Energiewende durchziehen wird. Okay, alles klar. Wir haben ja ein Ziel, das heißt 2019, 2020, dort gibt es eine gesetzlich verbürgte Schuldenbremse ab diesem Zeitraum. Das heißt, die Bundesmittel gehen auch zurück, die Zuschüsse für Mecklenburg-Vorpommern. Sind wir in unserem Land darauf vorbereitet oder müssen wir noch harsche Einschnitte hinnehmen, bis wir da sind, wo wir keine Schulden mehr machen? Also wir machen seit vielen Jahren keine Schulden mehr, keine neuen Schulden. Also die Neuverschuldung findet nicht mehr statt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind im Prinzip schon in dem Bereich, wo die Schuldenbremse auch jetzt schon kommen könnte. Wir sind sozusagen neuverschuldungsfrei seit vielen Jahren. Aber nur aufgrund von natürlich erheblichen Solimitteln. Ja, die Solimittel schmelzen aber auch sukzessive ab. Wir sind ja jetzt schon in einer degressiven Phase der Soli-Zuweisung. Und die werden 2020 auf Null gesetzt. Das müssen wir durch strukturelle Maßnahmen kompensieren. Machen wir auch an allen Ecken und Enden. Wir haben Personalkonzepte gestrickt. Wir haben Strukturreform auf kommunaler Ebene. Wir machen gerade eine viel kritisierte Amtsgerichtsstrukturreform, die letztendlich auch ein Beitrag dazu ist, dass wir unsere Einheiten auf die Zukunft orientieren und auch arbeitsfähig machen für eine etwas sparsamere Zukunft. Die SPD ist ja im Land dafür bekannt, dass sie sich sehr stark natürlich gegen Rechtsradikalismus engagieren, dass sie sich sehr stark dagegen einsetzen. Wir haben gerade uns ein neues Buch gebracht, was sich mit dem Thema beschäftigt. Vor dem Hintergrund von Kulturabbau in Mecklenburg-Vorpommern, ist das nicht kontraproduktiv, dass man sagt, auf der einen Seite spart man bei den Theatern, bei der Kultur, auch bei der Bildungsarbeit in Richtung Jugendliche und Kinder und auf der anderen Seite hat man mit diesem Phänomen zu tun, dass man natürlich auch auf diese Art langfristig bekämpfen muss. Ja, also ich bin selber Literaturwissenschaftler und das, was ich am wenigsten machen würde, wäre immer Einschnitt beispielsweise in der Theaterlandschaft, wo ich sagen würde, da machen wir mal einen Kahlschlag oder so. Das tun wir ja aber auch gar nicht, sondern wir versuchen mit unseren finanziellen Gegebenheiten, auch die auf die Zukunft ausgerichtet sind, eine zukunftsfähige Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu konstruieren, gemeinsam mit den Kommunen. Da sind wir mitten in Verhandlungen und ich sehe eigentlich, dass da Erfolg auch einsetzen wird. Es wird sicherlich Verschiebungen geben. Es wird vielleicht auch eine Oper nur noch in Schwerin produziert und in Rostock gespielt und vielleicht Schauspiel von Rostock auch nach Schwerin gebracht. Irgendwie wird es da auch Einschnitte geben müssen. Aber es wird nicht zu einem Kahlschlag in der Theater- oder Kulturlandschaft des Landes führen, mitnichten. Das würde ich auch niemals unterstützen. Aber dass man Strukturen schafft, die zukunftsfähig sind und auf den Haushalt des Landes abgestimmt sind, das finde ich schon in Ordnung. Ich glaube, da muss jeder mitleben. Wir haben jetzt den Sommer vor der Tür. Also Sommerloch, gibt es das bei Ihnen? Nein, wir sind im Sommer unterwegs und fahren in den Wahlkreisen umher, im ganzen Land umher, machen Sommertouren, wie der Ministerpräsident das auch macht. Sicherlich machen wir auch ein paar Wochen Urlaub, klar, wie alle.
aber es ist auch mit Arbeit bestückt. Wir hatten im Vorgespräch schon mal erläutert, dass Sie zwei interessante Ausflugstipps für uns haben, nämlich einmal Schweriner Schloss. Natürlich, das ist immer ein Ausflug wert, aber dort gibt es archäologische Grabungen und Sie sind zufällig Archäologe auch vom Beruf her. Was passiert im Schweriner Schloss ganz kurz? Also wir haben im Schweriner Schloss die Reste des ehemaligen Burgwalls, slawischen Burgwalls, ausgegraben in dem Schlossinnenhof. Das ist eine Holzkonstruktion aus dem Mitte des 10. Jahrhunderts. Das ist das Älteste, was wir bisher im Schloss gefunden haben und es ist der Ursprung der Residenz bis in die heutigen Tage hinein. Und das ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also der Landtag saß damals schon im Schloss? Die Regierung des slawischen Bezirkes saß im Schloss sozusagen. Okay. Ja. Dann gibt es noch eine andere interessante Ausgrabungsstelle, nämlich in der Nähe von Neubrandenburg. Das ist eine der größten Schlachtfelder der Geschichte, wo die Menschen noch gar nicht schreiben konnten, aber gerade freigehoben. Was wird da entdeckt? Also das ist tatsächlich ein Schlachtfeld aus dem 13. Jahrhundert vor Christus, 13. Jahrhundert vor Christus, also bronzezeitlich. Und da war ganz Europa in Bewegung. Und auch hier haben offensichtlich große Schlachten stattgefunden. Mehrere hundert Individuen sind inzwischen nachgewiesen, die dort an Kampfverletzungen auch gestorben sind. Informieren kann man sich dort beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Es gibt auch inzwischen kleinere Publikationen. Also das ist eine ganz, ganz spannende und weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus bedeutsame Ausgrabung, kann man so sagen. Herr Dr. Nseri, vielen Dank für das Interview und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf MV1.